gestern Abend geehrt worden für 40 Jahre aktives Mitglied der Feuerwehrkapelle. Was erlebt man so in 40 Jahren? Ja, in 40 Jahren erlebt man allerhand. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Musik zu spielen, habe 3 Jahre Ausbildung gehabt bei unserem früheren Dirigenten, Herr Willi Schmidt, habe auch auf Tenoren gelernt, habe ein paar Jahre auf Tenoren gespielt und sind dann auf die Tuba gegangen. Ne? Und ja, man lebt in dieser Zeit, lebt man Höhen und Tiefen. Ne? Aber sonst muss ich sagen, der Verein, alles gefällt mir und es macht richtig Spaß. Und vor allen Dingen, wie jetzt auch mit der Jugend, es macht viel Spaß, mit der Jugend mitzuspielen. Kann man so irgendwas sagen, was hat sich geändert in 40 Jahren? Was war vor 40 Jahren anders? Das Repertoire wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall. Ne? Früher war mehr auf Blasmusik, so Ernst Mosch oder, ne? Und heute kommt Klassik, es wird alles gespielt in dem Sinn. Ne? Ja, bis hin zu Eric Clapton werden wir ja heute Abend hören. Ja, den werden Sie auch heute Abend hören. Ne? Also ein feines Musikstück. Ne? Und Verdi wird heute Abend kommen. Ne? Also wirklich so richtig querbeet durch die Gattungen der Musik, nicht nur reine Blasmusik. Das ist, glaube ich, auch das, was die Jugend dann fasziniert, ne? Weshalb ihr eigentlich wenig Nachwuchsprobleme habt. Ja, da haben Sie recht. Und vor allen Dingen ist ja heute ist auch das Problem nicht wie früher zu unserer Zeit. Wir konnten noch keine Noten, nichts lesen. Die Jugend heute durch Schule, Musikschule und alles, ne, ist das schon ein Vorteil. Und sie brauchen nicht so lange im Verein für mitzuwachsen. Ne? Und da wir auch viel Jugend haben, wo wir auch stolz drauf sind, ne, müssen wir auch so ein Repertoire abbringen. Ja, wie lange wirst du noch machen? Ja, also ich möchte auf jeden Fall die 50 voll machen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch und dir dann noch ganz lange, ganz viel Puste und viel Freude beim Musizieren. Dankeschön. Mitten im Stress eures Festes überfalle ich dich jetzt zu einem kleinen Interview. Seid ihr mit dem Verlauf zufrieden? Gestern der Festakt, kann man sagen, das war ja meiner Meinung nach sehr, sehr feierlich und sehr gelungen. Und heute ist irgendwie Spaß, ne, das Konzert. Das kann man wohl sagen. Gestern stand das Zeichen ja ganz auf dem Jubiläum, dem eigentlichen Geburtstag, wo da natürlich auch viele Grußworte gebracht wurden und wo auch etliche Ehrungen, auch hohe Ehrungen, vollzogen worden sind. Auf der anderen Seite haben wir mit dem großen Zapfenstreich natürlich auch den Höhepunkt des Abends überhaupt gemacht. Und heute ist ja das Zeichen erst auf Deutsch-Französisch und wir haben uns ja heute schon über Tag laufend getroffen. Wir kennen die Leute schon zum Teil ja auch schon seit Jahren und da ist ein sehr herzliches Verhältnis da. Und jetzt ist es einfach schön, mit ihnen zusammen zu musizieren. Heinz, was wünschst du dir für die nächsten 50 Jahre? Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich mir, dass die Musikkapelle weiter wächst und gedeiht, dass wir nach wie vor viele Nachwuchsleute da haben. Und ich würde mir vor allen Dingen wünschen, wenn wir auch dann eine entsprechende Mittelalterstruktur, sage ich mal, Struktur des mittleren Alters aufbauen könnten. Weil es ist heute leider so, dass die Jugendlichen oft kommen und auch schnell dabei sind. Wir integrieren die auch schnell ins große Orchester. Aber dann wird oft Abitur gemacht, es wird studiert, dann sind die Leute weg und dann müssen wir wieder neu beginnen. Und wenn wir dann mal jetzt welche hätten, die hier auch beruflich irgendwo in der Nähe angesiedelt sind und mit denen wir dann auch langfristig ja, auch in einer anderen Altersstruktur operieren können, das würde ich mir sehr schon wünschen.
neben mir Peter Heil, Bürgermeister von Spey, und Alfred Unkel, der Vorsitzende des Freundschaftskreises Spey. Nun hat der Freundschaftskreis mit der Freundschaft der beiden Musikkapellen so direkt erstmal gar nichts zu tun. Nein, so direkt nicht, aber die Partnerschaft zwischen den beiden Musikkapellen von Spey am Rhein und Spey Sachte ist eine Folgeerscheinung der Partnerschaft unserer beiden Ortsgemeinden, Spey am Rhein und Spey Sachte, die ungefähr gleich groß sind und auch noch viele andere Gemeinsamkeiten haben. In 1988 hat die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr von Spey am Rhein eine eigene Partnerschaft mit der Musikkapelle Union Musical des B gegründet. Und seit dieser Zeit finden also regelmäßige Austausche zwischen den beiden Musikkapellen statt, die meistens im Rahmen der Partnerschaft sind, was sehr gut ist. Denn damit können auch viele Bürger von dem französischen Spey oder von unserem Spey an diesem musikalischen Ereignis teilnehmen. Was bedeutet das für so eine Gemeinde wie Spey, wenn man eine solch tolle Kapelle hat? Ja, es ist erst einmal ein Aushängeschild für unseren Ort, weit über die Grenzen hinaus bekannt. Es ist ein Ort der Zusammenkunft von Jung und Alt. Sie verbreitet viel Frohsinn, im Ort sehr, sehr gut angenommen. Sie ist ein Kulturträger. Sie trägt unser kulturelles Erbe, das kulturelle Erbe der Musik, über die Grenzen hinaus weiter fort. Und sie gehört einfach zu Spey. Das ist in Spey, Frankreich, ähnlich inzwischen. In Spey, Frankreich ist das ähnlich. In Spey, Frankreich liegt also in der Nähe von Le Mans und gehört dem Kanton La Suisse an. Und die vielen Musikkapellen, die es da früher auch gegeben hat, sind langsam eingegangen. Die einzige, die in diesem Kanton überlebt hat, ist die Musikkapelle von Spey sur Sachte. Und viele Musiker aus der Umgebung sind jetzt zu dieser Musikkapelle beigetreten, um mit ihnen zusammen Musik machen zu können. Es spielen ja jetzt beide Kapellen zusammen. Richtig, ja. Und diese Harmonie, denke ich, hören wir uns an. Vielen Dank. Es ist sehr schön, wenn ihr zusammenspielen. Wir haben das schon öfter gehabt, sowohl hier als auch in Frankreich. Und das war bisher immer super gewesen. Bitte schön.